Was sage ich eigentlich? Hallo? Hallo? Hi. Na, wie geht's? Auch da. Na, so allein, schöner Mann. Auch albern. Aber vielleicht ist albern gut. Albern ist gut. So für den Anfang, um aufzulockern, Stimmung machen, locker werden, ganz einfach, ganz direkt. Na, so allein, schöner Mann. Ich bin mal mit einem echt heißen Typen ausgegangen. Vorher wollte ich noch mit ihm ins Bett. Danach nicht mehr. Der hat geschlagene 2 Stunden durchgeredet und dabei nicht mehr Luft geholt. Pamela Anderson? Oder Angela Merkel? Der Kampf meiner inneren Stimmen, meiner beiden Ichs, da ist dieses Oh, ich will ihm unbedingt gefallen, ich. Und dann dieses Das hast du nicht nötig, ich. Wenn er dich nicht so akzeptiert, wie du bist, hat er dich nicht verdient. Aber es ist wirklich anstrengend, eine Frau zu sein. Ja, du hast recht. Ja, ich werde mal mehr auf Partys gehen, versprochen. Ja, Mama. Du, es ist aber nicht so einfach. Die meisten Männer sind vergeben oder schwul. Oder beides. Aber ich will meine Ansprüche nicht herunterschrauben. Nur damit du deine Enkelkinder kriegst, werde ich nicht mit dem nächstbesten Penner in die Kiste hüpfen. Ich habe auch meinen Stolz. Der Ratgeber vor, bei und nach dem Beischlafen. Oder fassliche Anweisung, den Beischlaf so auszuüben, dass der Gesundheit kein Nachteil zugefügt und die Vermehrung des Geschlechts durch schöne, gesunde und starke Kinder befördert wird. Mutter, es sollte so ein Umtauschrecht geben. 2 Jahre Garantie. Und wenn man nicht zufrieden ist, einfach umtauschen. Oder wenn man nach dem ersten Gebrauch feststellt, dass er Mängel hat. Kann ja sein. In der ganzen Verpackung sieht man das ja nicht. Gerade bei Gebrauchten, da kann man sich ja nie so sicher sein. Läuft er noch rund? Ist er schon durchgesessen, abgekabbelt? War der immer in der Sonderuntersuchung? Es sollte so eine Plakette geben. Mindesthaltbarkeitsdatum. Best used before. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich muss mich konzentrieren. Alles ist bereit. Die Taschen sind gepackt. Der Proviant gespielt, ich habe alles dabei. Klamotten, Kleider sind im Koffer, nur das muss doch wieder rein. Festes Schuhwerk für die Wanderungen. Der Wind umtrost uns, der Sturm. Die weißen Hauben auf der See, der Schaum. Neugeboren fühlen wir uns in unseren Daunenjacken. Er zeigt bestimmt Richtung Westen und darüber hinaus. Immer dahinter, plus ultra, darüber hinaus liegt das Glück. Immer dahinter, füllen. Darüber hinaus und weiter. Was sage ich eigentlich? Hallo? Wäsche. Habe ich genügend dabei? 2 Garnituren pro Tag. Zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen, wie der so drauf ist. Na, wie geht's? Hemmenex nehme ich. Und Tee. Whisky noch nicht am Morgen. Auch wenn es da gute gibt für den Morgen. Plus Ultra. Die Pille. Gott sei Dank habe ich die Pille rechtzeitig abgesetzt. Das alles terminlich zu koordinieren. Gar nicht so leicht. Haggis zum Frühstück wäre dann doch zu viel des Guten. Er soll sich ja nicht den Magen verderben. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe bestimmt was vergessen. Ich muss mich konzentrieren. Ansonsten Hosen, Röcke, T-Shirts, Kosmetik, Anzug, Schuhe, Hemd, Krawatte, Brautkleid. Nichts Besonderes. Nichts, was auffällt. Nichts, was uns verrät.